Wir schreiben Montag, dem 12. Februar 1934. Es ist 11.46 Uhr. Wie auf Kommando bleiben in Wien alle Straßenbahnen stehen. Der Aufstand des letzten kampfbereiten Restes des Republikanischen Schutzbundes gegen das autoritäre faschistische Regime des Ständestaates beginnt. Vom 12. bis 15. Februar dauern die blutigen Februarkämpfe. Je nach Angabe variieren die Opferzahlen. Das Dollfuss-Regime gibt am 1. März 1934 offiziell bekannt 193 tote Zivilisten, davon 170 Männer, 21 Frauen und 2 Kinder und 493 Verwundete. Auf Seiten der Exekutive werden von der Regimeseite 104 Tote und 309 Verwundete registriert. Der britische Journalist und Geheimdienstmitarbeiter George Eric Rowe Geddy, zu dieser Zeit Leiter des Büros für Zentral- und Südosteuropa der New York Times, spricht von 1500 bis 2000 Tote und 5000 Verwundete. Es stellt sich die Frage, warum kommt es am Tag X zu blutigen Aufständen in Wien, Linz, St. Pölten, Kapfenberg und weiteren Industriestädten Österreichs? Faktum ist, kein Aufstand, keine Revolution beginnt aus dem Nichts heraus. Bei allen Aufständen, Revolutionen, kriegerischen Handlungen, bei allen Kriegen gibt es immer eine längere bis lange Vorgeschichte. Wer die jeweilige Vorgeschichte eines historischen oder aktuellen Geschehens nicht kennt, wer sich nicht dafür interessiert, kann das historische und akute Ereignis nicht wirklich beurteilen, ist von subjektiven, vorgegebenen und auch politisch gefärbten Meinungen abhängig, kann im besten Fall lediglich Headlines irgendwelcher Medien wiederholen und oder wird mit größter Wahrscheinlichkeit falsche Schlüsse ziehen. Also gehen wir zurück in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ab den 60er Jahren geht es turbulent in Österreich zu. Das einheitliche Kaisertum Österreich wandelt sich in die Doppeltmonarchie Österreich-Ungarn. Die österreichische Reichshälfte ist bis Mitte des 19. Jahrhunderts primär ein Agrarland. Ab 1867 dominiert die deutschliberale Partei das politische Geschehen. Die Partei vertritt das deutschsprachige Besitzbürgertum. Sie fördert die Industrialisierung in den österreichischen Kronländern, in Böhmen und in Mähren. Sie unterstützt die Gründung von Firmen, Banken und Aktiengesellschaften sowie die Aufforderung, sich an diesen oftmals auch spekulativen, teils hochspekulativen Unternehmen zu beteiligen. Im Zuge dieser Entwicklung werden die Klein- und Mittelbetriebe, das Handwerk vom Markt verdrängt, der Mittelstand generell von Existenzängsten geplagt. Ehemals selbstständige Menschen müssen nun in Fabriken, in den aufkommenden großen Warenhäuser als Arbeitnehmer unter finanziellen Einbußen ihren Lebensunterhalt verdienen. Daneben kommt es zum Zuzug aus dem ländlichen Raum in die Industrie- und Ballungszentren. Es bildet sich ein Proletariat, das seine Existenz zum Teil nur unter unmenschlichen Bedingungen, unter unvorstellbaren Wohnverhältnissen fristen muss. Für die miserablen Lebensbedingungen des Großstadtproletariats, die wirtschaftliche Notlage des Kleinbürgertums, für die Existenzsorgen des Mittelstandes, der unter Druck geratenen Handwerker und Gewerbetreibenden, verstärkt durch den Börsekrach am Schwarzen Freitag, dem 9. Mai 1873, der viele Existenzen ruiniert, hat der Liberalismus keine Lösung. In der Folge entstehen zwei Massenparteien, die sich dieser vergessenen Klientel annehmen. 1888 gründet Viktor Adler die Sozialdemokratische Arbeiterpartei. 1893 gründet Karl Lueger die Christlich-Soziale Partei. Rekrutiert die Sozialdemokratische Arbeiterpartei ihre Anhänger großteils aus der Arbeitnehmerschicht, setzt sich die Klientel der Christlich-Sozialen primär aus Bauern, Gewerbetreibenden und Handwerkern zusammen. Führende Vertreter kommen aus den Reihen der katholischen Kirche. Die Geschichte der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und die Historie der Christlich-Sozialen Partei ist ausführlich in den Videos Viktor Adler, der Begründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, und Bürgermeister Dr. Karl Lueger 1897 bis 1910 dargestellt.
Während der Dominanz der Deutschliberalen ab 1867 werden die Mitglieder des Abgeordnetenhauses nach dem ungerechten Kurien- und Zensuswahlrecht gewählt. Die Wähler werden nach ihrem Stand und Vermögen in 4 Kurien eingeordnet. Die Kurien waren Großgrundbesitzer, Handels- und Gewerbekammern, Groß- und Mittelbauern und alle anderen in Städten lebende männliche Bürger, die jährlich mindestens 10 Gulden, ab 1882 5 Gulden direkte Steuern entrichten. 1896 wird unter Ministerpräsident Kasimir Badeni eine 5. allgemeine Wählerklasse für alle über 24-jährige männlichen Staatsbürger eingeführt, die 5. Kurie. Das Stimmgewicht des einzelnen Wahlberechtigten ist dabei ungleich bewertet. Sind in einer Kurie wenig Personen wahlberechtigt, zählt ihre Stimme mehr. Sind in einer Kurie viele Wähler, ist die einzelne Stimme weniger wert. Das Zensuswahlrecht, das heißt, wählen darf nur, wer gewisse Finanzmittel nachweisen kann, führt dazu, dass bis 1882 lediglich rund 6% der erwachsenen männlichen Bevölkerung ein Wahlrecht haben. Insbesondere die Sozialdemokratische Arbeiterpartei unter Viktor Adler setzt sich vehement und schlussendlich erfolgreich für ein allgemeines und gleiches Wahlrecht ein. Die Reichsratswahl 1907 ist die erste Reichsratswahl in der österreichischen Reichshälfte, die nach dem allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Männerwahlrecht durchgeführt wird. Die zwei Massenparteien, Sozialdemokraten und Christlichsoziale, werden mandatsstärkste Parteien. Die Deutschliberale Partei erleidet schwere Verluste. Mit Gesetz vom 12. November 1918 nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zerfall der Donaumonarchie erhalten auch die Frauen das allgemeine und gleiche Wahlrecht. Am 16. Februar 1919 sind somit erstmals auch Frauen im Rahmen der Wahl zur verfassunggebenden Nationalversammlung Deutsch-Österreichs berechtigt, zu kandidieren wie zu wählen. Die Sozialdemokraten werden stärkste Partei mit 72 Mandaten, die Christlichsozialen erhalten 69 und die Deutschnationalen 26 Sitze. Je ein Mandat fällt an Tschechen, jüdisch-nationale und bürgerliche Demokraten. Die Christlichsoziale Partei und die Sozialdemokratische Partei bilden eine Koalitionsregierung. Die konstituierende Nationalversammlung wählt am 5. März 1919 den Sozialdemokraten Karl Seitz zum Präsidenten und den Christlichsozialen Johann Nepomuk Hauser zum zweiten Präsidenten. Der Großdeutsche Franz Dinkhofer wird krankheitsbedingt erst am 12. März 1919 zum dritten Präsident gewählt. Wesentliche soziale Errungenschaften dieser Koalitionsregierung sind unter anderem die Einführung des 8-Stunden-Tages, die Arbeitslosenversicherung, Stärkung des Arbeiter- und Mieterschutzes und die Einführung des Arbeiterurlaubs. Am 10. Juni 1920 kommt es zum Bruch der Koalition. Bei der ersten Nationalratswahl in der Geschichte Österreichs am 17. Oktober 1920 wird die Christlich-Soziale Partei unter Michael Mayer stärkste Partei mit 85 Mandaten, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei unter Führung von Karl Seitz und Karl Renner erzielt 69 Mandate. Die Deutschnationale Partei erreicht 28. Die Sozialdemokraten sind zu einer neuerlichen Koalitionsregierung nicht bereit. Die Sozialdemokraten bleiben als Opposition bis zur Auflösung des Parlaments durch Dollfuß von der Regierungsmacht ausgeschlossen. Österreich zerfällt in zwei politische Lager, ein rechtes und ein linkes. Sind die Sozialdemokraten an der Sicherung der parlamentarischen Demokratie und dem weiteren Ausbau der sozialen Errungenschaften der ersten Koalitionsregierung interessiert, tendiert das bürgerliche Lager zunehmend in eine antidemokratische, autoritäre Richtung. Beide Lager verfügen über eine hohe Mobilisierbarkeit ihrer Anhänger und über paramilitäre Schutz- und Wehrverbände. Auf Seiten der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei ist es der Republikanische Schutzbund, auf bürgerlicher Seite und somit den Christlich-Sozialen nahestehend ist es primär die Heimwehr. Nach dem Zerfall der Monarchie 1918 entstehen um 1918-1919 in einzelnen Bundesländern bürgerliche Selbstschutzverbände bzw. paramilitärische Gruppen, die sich als Heimwehren bezeichnen, zur Verhinderung kommunistischer Räterepubliken
wie sie kurzfristig in Ungarn und Bayern bestehen und zum Schutz der Grenzen in den Bundesländern Burgenland, Steiermark und Kärnten. Sind die österreichischen Staatsgrenzen gesichert, richten sich die Aktivitäten der Heimwehrverbände, im täglichen Sprachgebrauch in der Einzahl als Heimwehr bezeichnet, vor allem gegen die Sozialdemokratie zur Abwehr einer Diktatur des Proletariats. 1924 wird der Republikanische Schutzbund als paramilitärische Organisation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei gegründet, zur Verteidigung der Demokratischen Republik, sowohl als Gegengewicht zum Bundesheer, auf das die Sozialdemokraten seit ihrem Austritt aus der österreichischen Regierung jeglichen Einfluss verloren haben, wie auch als Gegenorganisation zur paramilitärischen Heimwehr. Immer wieder kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Wehrverbänden mit Verletzten und Toten. Der schwerwiegendste Zwischenfall ereignet sich am 30. Jänner 1927 in Schattendorf. An diesem Tag hält die rechtsgerichtete Frontkämpfervereinigung Deutsch-Österreichs eine weitere paramilitärische Truppe in Österreich in ihrem Gasthof Charmann eine Versammlung ab. Die Frontkämpfervereinigung ist eine 1920 vom Hermann Hiltl gegründete Organisation ehemaliger Frontsoldaten der K&K-Armee, die sich gegen Sozialdemokraten, Kommunisten und Juden wendet und einen autoritären Staat, einen Ständestaat fordert. Am Sonntag, den 30. Jänner 1927 also, hält die Frontkämpfervereinigung im Gasthof Charmann eine Versammlung ab. Schutzbündler mit Verstärkung aus den Nachbargemeinden halten in 500 Meter Entfernung eine Gegendemonstration ab, ziehen aber bald durch die Hauptstraße vor das Gasthaus Charmann. Plötzlich fallen Schüsse. Ein kroatischer Kriegsinvalide und ein Kind bleiben tödlich verletzt auf der Straße liegen. Die drei Schützen aus dem Gasthof werden festgenommen und der Justiz übergeben. Die Anklage lautet auf Mord oder absichtlich schwere Körperverletzung. Der Prozess gegen die drei Mitglieder der Frontkämpfervereinigung findet vom 5. bis zum 14. Juli im Landesgericht Wien statt und endet mit einem Freispruch für alle drei Angeklagten. Das Urteil führt zu einem Sturm der Entrüstung, auch im Hinblick darauf, dass bereits zuvor Morde milde oder gar nicht bestraft werden. Am Vormittag des 15. Juli treten um 8 Uhr die Bediensteten der städtischen Elektrizitätswerke in den Streik. Zur gleichen Zeit befinden sich tausende Demonstranten auf dem Anmarsch ins Stadtzentrum. Sowohl die sozialdemokratische Parteiführung wie die Polizei sind von dem Geschehen überrascht und überrumpelt. Gegen 9.30 Uhr reitet die berittene Polizei mit blankgezogenem Säbel vor dem Parlament eine Attacke. Die Demonstranten bauen Barrikaden und bewaffnen sich mit Steinen, Holzlatten und Eisenstangen. Die nun völlig aufgebrachte Menge stürmt den Justizpalast, der als Symbol der Klassenjustiz angesehen wird, und setzt Akten in Brand. Das Feuer breitet sich über alle Stockwerke aus. Die Menge verweigert der Feuerwehr den Zugang zum Justizpalast. Der Wiener Polizeipräsident und frühere Bundeskanzler Johann Schober gibt den Befehl, auf die Demonstranten scharf zu schießen. Das blutige Ergebnis dieses schicksalhaften Tages sind laut Polizeiangaben mindestens 94 Tote und über 1600 Verletzte. Das gewalttätige Vorgehen der Polizei im Zuge des Justizpalastbrandes und der Demonstrationen am 15. und 16. Juli 1927 ist das sichtbarste Zeichen der Machtverschiebung im Staat. Von nun an sind die Sozialdemokratie und ihre Gewerkschaften kontinuierlich auf dem Rückzug, während die radikale Rechte einen enormen Aufschwung erlebt. Eine Zusammenarbeit zwischen der Sozialdemokratie und dem Bürgerblock ist nach den Ereignissen des 15. Juli 1927 kaum mehr möglich. Das Ende der Ersten Republik Österreich rückt näher. Die Nationalratswahl am 9. November 1930 ist die vierte in der Geschichte Österreichs und die letzte der Ersten Republik vor dem austrofaschistischen Staatsstreich am 4. März 1933. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutsch-Österreichs wird Stimmen- und mandatstärkste Partei. Den zweiten Platz belegt die Christlich-Soziale Partei, die in einigen Bundesländern gemeinsam mit Landesorganisationen der teils antisemitischen Heimwehr antritt.
ein Listenverband aus Großdeutscher Volkspartei, dem Landbund für Österreich und kleineren Parteien, der Nationale Wirtschaftsblock, wird drittstärkste Kraft. Ebenfalls in den Nationalrat schafft es der antiparlamentarische Heimatblock, die Partei der Heimwehr, um Ernst Rüdiger Steinberg, finanziell unterstützt von Benito Mussolini. Die Zersplitterung des bürgerlichen Lagers erschwert die Mehrheitsbildung im Nationalrat. Die nachfolgende bürgerliche Regierung kann sich nur auf eine knappe parlamentarische Mehrheit stützen. Bereits ab 1929 gerät die Republik in den Sog der Wirtschaftskrise. Die Arbeitslosigkeit radikalisiert die Politik. Beträgt die Arbeitslosenrate zwischen 1925 und 1930 um 10%, schnellt sie in der Krise auf 23% hoch. 1933 ist etwa ein Drittel der verfügbaren Arbeitskräfte, rund 600.000 Menschen, ohne Beschäftigung. Am 28. April 1932 stellen die Sozialdemokraten den Antrag auf Auflösung des Nationalrats, was Neuwahlen bedeutet. Dem Antrag kommt die Regierung Burresch durch Rücktritt zuvor. Am 10. Mai 1932 wird Dollfuß von Bundespräsident Wilhelm Miklas als Bundeskanzler designiert und mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Dollfuß bietet den Sozialdemokraten Zusammenarbeit an, diese fordern aber Neuwahlen. Auch die Großdeutschen lehnen eine Koalition ab. Um Neuwahlen zu verhindern, bildet Dollfuß am 20. Mai 1932 mit dem Landbund und dem Heimatblock eine Koalition, die über 83 von 165 Stimmen im Nationalrat verfügt. Eine Mehrheit von nur einer Stimme. Im Oktober 1932 setzt die Regierung Dollfuß einen ersten Schritt zur Umgehung des Parlaments. Unter dem Vorwand der Verfolgung der Bankdirektoren, die für die Krise der Kreditanstalt 1931 verantwortlich waren, erlässt sie eine Notverordnung, die auf dem kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz von 1917 basiert, einer aus der Monarchie stammenden Regelung zur Erleichterung der Lebensmittelversorgung der Bevölkerung. Die sozialdemokratische Opposition versucht vergeblich, eine Aufhebung dieses Ermächtigungsgesetzes zu erreichen. Vor diesem Hintergrund erreichen die ideologischen Konflikte zwischen den unterschiedlichen politischen Lagern letztlich ihren Höhepunkt. Am 4. März 1933 wird wegen eines Streiks der Eisenbahnangestellten eine außerordentliche Sitzung des Nationalrats einberufen. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über einen Formalfehler eskaliert die parlamentarische Auseinandersetzung, woraufhin alle drei Präsidenten des Nationalrats, Karl Renner, Sozialdemokratische Arbeiterpartei, Rudolf Rameck, Christlich-Soziale Partei und Sepp Straffer, Großdeutsche Partei, hintereinander zurücktreten. Dies führt zur temporären Handlungsunfähigkeit des Parlaments. Die Geschäftsordnung sieht für einen solchen Fall keine Regelung vor. Damit ist die Sitzung unterbrochen. Bundeskanzler Dollfuß wertet diesen für die Bundesregierung überaus willkommenen Vorfall als Selbstausschaltung des Parlaments, schränkt daraufhin mittels Verordnung die Pressefreiheit ein, verbietet Aufmärsche und führt die Todesstrafe wieder ein. Mit Hilfe der Exekutive verhindert er eine neuerliche Einberufung des Parlaments am 15. März 1933. Eine auf das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz aus dem Jahre 1917 gestützte Regierungsgesetzgebung wird aus der Taufe gehoben. Der christlich-soziale Bundespräsident Wilhelm Miklas bleibt trotz Aufforderung untätig und ermöglicht Dollfuß weiter diktatorisch zu regieren. Mit Beginn der 1930er Jahre verliert der Republikanische Schutzbund zusehends an Schlagkraft. Die Regierung Dollfuß sieht in ihm dennoch ein Hindernis auf ihrem Weg zum autoritären Ständestaat und löst den Schutzbund am 31. März 1933 auf. Die Organisation bleibt jedoch auch in der Illegalität bestehen. Nicht zuletzt auf Druck Benito Mussolinis folgen weitere Maßnahmen wie das Verbot der Maifeier, das Verbot politischer Demonstrationen, das Zurückdrängen des sozialdemokratischen Einflusses in Arbeiterkammer und Sozialversicherung sowie die auf Notverordnungen basierende massive finanzielle Beschneidung der Stadt Wien als Hochburg der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. Diese Thematik wird im Video Das Rote Wien 1919 bis 1934 ausführlich behandelt. Das autoritäre Dollfuß-Regime verstärkt die Repressionen gegen die Sozialdemokratie. Es kommt zu zunehmenden Aggressionen und Übergriffen durch die Heimwehr, Polizei und Bundesheer.
Mit der Übernahme des Sicherheitsressorts durch den Wiener Heimwehrführer Emil Fey im Jänner 1934 verschärfen sich die offenen Provokationen gegenüber der Sozialdemokratie. In den Morgenstunden des 12. Februar 1934 will die Polizei im Linzer Parteiheim der Sozialdemokraten, dem Hotel Schiff, nach illegalen Waffen suchen. Plötzlich schlägt den Beamten aus dem ersten Stock MG-Feuer entgegen. Ein Polizist bricht schwer verletzt zusammen. Es ist das erste Opfer des Bürgerkriegs. Der Republikanische Schutzbund wagt den bewaffneten Aufstand. Dazu kurz zitiert aus das Bertelmann-Lexikon 1973. Februarkämpfe 1934. Durch Unterdrückungsmaßnahmen der Regierung Dollfuß provozierte Erhebung österreichischer Arbeiter unter Führung des Republikanischen Schutzbundes. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, die Sozialdemokratische Partei, die Gewerkschaften und alle Arbeiterorganisationen wurden verboten. Im Mai 1934 wurde der Ständestaat ausgerufen. Anführer in Linz ist Richard Bernaschek, der das 1933 von der autoritären Regierung Dollfuß ausgesprochene Verbot und die Entwaffnung des Schutzbundes nicht hinnehmen will. Am Tag davor, dem 11. Februar, es ist der Faschingssonntag, erklärt auf der einen Seite der Heimwehrführer Emil Fey, wir werden morgen an die Arbeit gehen und wir werden ganze Arbeit leisten. Während auf der anderen Seite Bernaschek die Parteiführung in Wien von seinem Willen zum Kampf informiert. Sobald die Waffensuche beginne, werde er losschlagen. Und damit das Zeichen zum österreichweiten Aufstand gegen das Dollfuß-Regime geben, schreibt Bernaschek. Die Parteiführer in Wien reagieren entsetzt und versuchen Bernaschek telegrafisch vom Kampf abzuhalten. Das Telegramm wird von den Behörden abgefangen und erreicht ihn nicht mehr. Konkret, die Behörde ist im Vorfeld über das geplante Geschehen informiert, das sich anbahnende Drama kann gestoppt werden. Vorausgesetzt, es besteht der Wille dazu. Der Wille besteht nicht, die blutigen Ereignisse in Linz nehmen ihren Lauf. Die Eskalation ist gewünscht und sie zwingt auch die Genossen in Wien zum Handeln. Die Parteispitze, die sich zu Mittag des 12. Februar geheim in einer Wohnung in Wien-Gumpendorf trifft, ruft den Generalstreik aus. Vertrauensleute im Wiener Elektrizitätswerk schalten den Strom ab. In ganz Wien gehen die Lichter aus, das verabredete Zeichen für den Generalstreik. Der erwartete Generalstreik, der das Signal zum landesweiten Aufstand der Arbeiterbewegung sein soll, bleibt jedoch aus. Die Arbeiterschaft ist von der andauernden Arbeitslosigkeit, dem materiellen Elend zermürbt. Die 1929 mit aller Vehemenz einsetzende Weltwirtschaftskrise und die damit verbundene Massenarbeitslosigkeit haben die gesellschaftliche und politische Machtposition der Arbeiterschaft und ihrer Organisationen entscheidend geschwächt. Deren politische Entmachtung, die Gleichschaltung der Gewerkschaften und der weitgehende Sozialabbau wird zu einer immer deutlicheren, erfolgsversprechenden Perspektive der Krisenlösungsstrategie der autoritären Regierung. Das Bundesheer, die Polizei und die paramilitärische Organisation der offen faschistischen Heimwehr kämpfen mit voller Härte gegen die vereinzelten Erhebungen. In Wien sind heftig umkämpft, insbesondere der Karl-Marx-Hof unter Einsatz von Artillerie, der Reumannhof und die Wohnhausanlage St. Leiten. Außerdem das Arbeiterheim Otterkring. Am heftigsten toben die Kämpfe in Simmering und Meidling, Heidenhof, Indianerhof, Reismannhof. Und in Floridsdorf, das 3 Tage lang umkämpft wird, sind die Brennpunkte der Schlingerhof, der Goethehof, wo auch ein Angriff mit einem Heeresflugzeug stattfindet. Noch am 12. Februar wird über Wien, Steiermark und Oberösterreich das Standrecht verhängt, da sich auch in den steirischen und oberösterreichischen Industriegebieten die Arbeit erheben. Zeitgleich werden die Sozialdemokratische Partei, die Freien Gewerkschaften und in rascher Folge sämtliche sozialdemokratischen Kultur- und Vorfeldorganisationen aufgelöst. Bis zum 15. Februar ist der Aufstand niedergeschlagen. Mehr als 300 offizielle Angaben bis 2000 Personen, Schätzung des Engländers George Eric Rogedy, die genannten Zahlen divergieren extrem, sind tot. 9 Schutzbündler, der schwerverletzte Karl Münchreiter und der Feuerwehroffizier Georg Weisel, Emil Svoboda, Johann Heuss, Josef Stanek, Josef Ahrer,
Viktor Rauchenberger, Koloman Wallisch und Anton Pulgari werden nach standrechtlichem Urteil hingerichtet, hunderte Sozialdemokraten inhaftiert. Mit der Niederschlagung der österreichischen Februaraufstände sind die letzten Hürden auf dem Weg in die faschistische Diktatur beseitigt. Am 1. Mai 1934 tritt die ständisch autoritäre Verfassung der Republik in Kraft. Es gibt nur mehr eine politische Organisation, die Vaterländische Front. Parteien sind verboten. Wir sprechen vom autoritären Ständestaat, vom Austrofaschismus. Doch das ist wieder ein ganz anderes Kapitel.